So, in dem letzten Pflichtvideo zum Thema Texteingabe und Textformatierung möchte ich ein paar Themen ansprechen, die jetzt hier für diesen Text keine Rolle spielen. Deshalb öffne ich einfach eine neue leere Textdatei, damit wir einfach hier was schreiben können. So, es sind zwei Themen, die mit Formatierung von Text zu tun haben, die vielleicht mal für irgendwelche Fächer wie Mathematik, Chemie, Physik gebraucht werden. Und das dritte Thema, das wird für das Bewerbungsanschreiben dann noch gebraucht, nämlich der Tabulator. Und mit dem Tabulator fangen wir mal ganz kurz an. Und zwar geht es ja darum, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr hier vorne irgendetwas an Anschrift an die Firma geschrieben habt, Anschrift in mehreren Zeilen, hat man ja dann den Namen, die Adresse und so weiter. Und dann soll man meistens hier rechts seinen Namen hinschreiben, also die eigene Adresse. Und damit man das hier drüben hinbekommt, sollte man das Ganze nicht mit Hilfe von Leerzeichen machen. Und zwar kann ich ja die Steuerzeichen hier anschalten und viele machen das tatsächlich so, dass sie einfach sagen, naja gut, füge ich eben Leerzeichen ein und irgendwann schreibe ich dann meinen Namen und in der nächsten Zeile das gleiche. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Leerzeichen, so rum. Und wenn ich lang genug auf die Leerzeichentaste gedrückt habe, bin ich dann auch hinten. Und Möllendorfstraße für die Schule, ich glaube 29. Naja, egal. Auf jeden Fall hätten wir dann jetzt momentan gerade den richtigen Abstand. Das sieht einigermaßen gut aus. Man kann eigentlich auch gar nicht erkennen, dass das Leerzeichen sind. Das Problem, was aber auftaucht, ist vor allem dann, wenn die Anschrift ein bisschen länger ist. Also wenn hier irgendwas Längeres ist, dann rutscht das dann auf die nächste Zeile. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil jetzt muss ich eben gucken, okay, wie viele Leerzeichen lösche ich, dass das also passt. Okay, hier noch so ein bisschen und dann ist es ja soweit okay. Das kann man ein bisschen anders machen, und zwar mit Hilfe der Tabulatoren. Dazu lösche ich jetzt erstmal alles, was hier hinten dran steht. Und zeige euch mal gerade die Tabulator-Taste. Und zwar ist hier das hier die Tabulator-Taste. Was könnte das bedeuten? Hier im Prinzip ist ja ein Pfeil mit einem Strich. Im Prinzip geht es darum, dass ich quasi zu einer bestimmten Stelle hinspringe. Und genau das macht der Tabulator. Und zwar drücke ich jetzt mal bei mir die Tabulator-Taste. Und da sieht man, dass hier so ein Pfeil als Formatierungszeichen oder Steuerzeichen angezeigt wird und der springt zu dieser Stelle hier. Schreiben wir gerade mal was hin. Was ist hier oben? Wenn ich da die Tabulator-Taste drücke, springt er an eine andere Stelle. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch, weil wir wollen es ja eigentlich untereinander haben. Wir müssen mal verstehen, wohin der Tabulator den Cursor hinspringen lässt. Und dazu gucken wir mal hier oben auf das Lineal. Und zwar sind da so kleine Häkchen. Ich guck mal, ob das mit meiner Bildschirmlupe funktioniert. Wo haben wir es? Hier oben. Ah, hier zum Beispiel ist in der Mitte so ein kleines Häkchen, so ein umgedrehtes T. Und diese umgedrehten Ts, die treten alle 1,25 Zentimeter auf. Das hier sind ja Zentimeterangaben. Und was das ist, das sind eben die sogenannten automatischen Tabulatoren. Und wenn man mal hier guckt und zielt, dann ist also hier das Hallo in der ersten Zeile, gerade bei diesem Tabulator, und das Hallo in der zweiten bei diesem hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel vor diesem Hallo noch einmal die Tab-Taste dann drücke, man sieht ein zweiter Pfeil, dann ist es genau auf der gleichen Höhe. Das Interessante ist, dass auch wenn die Anschrift noch ein bisschen länger wird, dass das Hallo jetzt zunächst mal tatsächlich an der gleichen Stelle bleibt.
Nur wenn es dann über den Tabulator rüber geht, sieht man, dass es jetzt eben noch ganz noch weiter springt. Das ist noch nicht optimal. Optimal wäre es natürlich, wenn es tatsächlich hier hinten steht. Das ist aber ein ganz Stück umständlicher, weil ich dann noch ein bisschen mehr machen muss. Das habe ich in einem ergänzenden Video vorgestellt. Ihr kommt aber durchaus hiermit auch zurecht, indem ihr anstatt Leertasten zu verwenden, quasi mit Hilfe der Tabulatoren nach hinten springt. Dann muss man zwar auch ein paar Mal die Leertasten drücken, was für mich aber der große Vorteil ist, dass die wirklich genau ausgerichtet sind. Und dann würde ich vielleicht ein bisschen weiter nach vorne gehen. Das heißt, ich lösche diese Tabulatoreingabe und kann dann eben also meinen Namen und meine Adresse entsprechend eingeben. Und wenn ich merke, dass das dann immer noch nicht passt, dann muss ich eben überall jeweils einen Tabulator löschen. Ich muss aber nicht rumprobieren, sondern ich kann einfach sagen, okay, ich rücke es einen Tabulator weiter ein. Und das ist wesentlich einfacher als mit Leerzeichen, weil da kann man nicht ganz genau sagen, wo man landet. Man muss so ein bisschen gucken, dass das dann passt. Und mit Hilfe der Tabulatoren, wenn es auch immer noch viele Eingaben sind, ist es auf jeden Fall an der richtigen Stelle, und das ist ja schon mal ganz praktisch. Damit kann man dann also eben sowas hier rechts zum Beispiel anordnen. Die Rechtsausrichtung, dass es dann also hier rechts anliegt, das ist noch eine kompliziertere Sache. Das kann man mit Hilfe von eigenen Tabulatoren machen. Das wird aber in einem Ergänzungsvideo erklärt. Jetzt zu den zwei anderen Themen, sozusagen für Naturwissenschaftler noch ein paar Beispiele. Und zwar brauche ich ja zum Beispiel in Chemie oder in Mathematik hoch- oder tiefgestellte Zahlen oder Symbole. Also in Chemie zum Beispiel H2O, da muss das O tiefgestellt werden. Und bei irgendeiner Formel, Volumen ist eines Würfels ist gleich A hoch 3. Dann muss ich das Ganze hochstellen. So, wie kann man das machen? Zunächst mal gibt es tatsächlich auch Werkzeuge dazu. Und zwar würde ich raten, dass man das immer so macht, dass man erstmal schreibt, also ohne irgendetwas tief zu stellen, ohne etwas hochzustellen und dann erst sich an die Formatierung macht. Das ist genauso nach dem gleichen Motto wie bisher. Wir schreiben erstmal und dann passen wir es erst an. So. Bei mir in meiner Installation jetzt oder so wie ich das mir jetzt eingerichtet habe, gibt es hier Werkzeugknöpfe zum Hochstellen und zum Tiefstellen. Das heißt, ich markiere zum Beispiel meine 2. Das mache ich jetzt hier, wie schon mal erwähnt, mit Hilfe der Shift-Taste und einer Pfeiltaste nach links. Dann ist die 2 markiert, ohne mit dem Mauszeiger rumzufummeln. Und dann könnte ich einfach hier das Werkzeug nehmen und es tiefzustellen. Ich vergrößere gerade mal ein bisschen, dass man es besser sieht. Das gleiche also hier, markieren und hochstellen. Was jetzt ein bisschen unpraktisch ist, jetzt die 3 ist jetzt hochgestellt und hinter der 3 ist dieses Hochstellen auch aktiviert. Wenn ich jetzt weiterschreibe, dann wird das eben auch hochgestellt. Das im Grunde genommen genau der Grund, warum ich sagen würde, erst am Ende das hochstellen. Wenn das passiert ist, einfach das hier markieren und nochmal das Werkzeug aktivieren und dann ist es wieder normal geschrieben. Jetzt für den Fall, dass diese Werkzeuge hier nicht da sind, genau wie schon bei der Rechtschreibekontrolle gezeigt, hier auf diese Formatierungswerkzeugleiste Rechtsklick drauf, sichtbare Schaltflächen. Und dann eventuell hier das Hoch- und Tiefgestellt aktivieren, wenn das noch nicht der Fall ist. Man könnte zum Beispiel auch einige Werkzeuge, die man nicht so häufig braucht, auch zum Beispiel rauslöschen, dass man einen besseren Überblick hat. So, für Chemie brauche ich ja auch öfters, sag ich mal, ein Reaktionsfeil oder wenn ich ein, ja, für was können wir es noch gebrauchen? Für die Chemie hätte ich noch ein paar Ideen, aber ihr seid ja
eventuell noch nicht so weit in Chemie. Aber suchen wir mal nach einem Reaktionsfall. Einfachste Möglichkeit wäre zum Beispiel hier sowas hinzuschreiben und dann hätte man eine Art Reaktionsfall. Das, was ihr jetzt hier sieht, ist die sogenannte automatische Ersetzung. Wir lassen die mal gerade weg. Man kann aber viele Symbole als sogenannte Sonderzeichen einfügen. Und dazu, da es ums Einfügen geht, müssen wir im Menü Einfügen gucken. Und da gibt es einen Punkt Sonderzeichen. Und diese ganzen Symbole befinden sich meistens in der mit LibreOffice installierten Schrift Open Symbol. Oder manchmal gibt es auch eine andere mit dem Namen SY-Symbol, aber das sollte eigentlich dabei sein. Und hier finde ich viele Symbole, die ich für Mathematik und Naturwissenschaften brauche. Hier zum Beispiel die griechischen Buchstaben in groß oder in klein. Und irgendwo gibt es dann auch verschiedene Pfeile. Hier habe ich zum Beispiel welche. Und da gibt es hier einen etwas dickeren Pfeil. Wir können mal gucken, wie der aussieht. So richtig nach Reaktionspfeil sieht das nicht aus. Gucken wir mal, ob wir noch einen besseren finden. Jetzt ist es wieder zurückgestellt. Müssen wir nochmal Open Symbol auswählen. Und hier haben wir zum Beispiel einen etwas besseren Fall, ne, für Reaktionsgleichung. Der sieht etwas besser aus. Und alle anderen Symbole oder fast alle anderen Symbole, die man sonst irgendwie gebrauchen kann, wird man über die Sonderzeichen finden. Das können auch zum Beispiel irgendwelche Kästchen sein, wenn was angehakt werden soll oder ein Haken. Dickere Pfeile wie hier oder mathematische Symbole. Wobei für mathematische Symbole würde ich dann eher wahrscheinlich den Formel-Editor empfehlen. Aber unter Open Symbol findet ihr also ganz viele Sonderzeichen, die man immer wieder mal gebrauchen kann und die eben sonst nicht über die Tastatur verfügbar sind.